Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Hangouts. Wir sprechen heute wieder mit einem Nominierten des Deutschen Zukunftspreises. Diesmal ist mein Gesprächspartner Professor Wolfgang Schnick von der LMU München. Gut, herzlich willkommen, Herr Professor Schnick. Schön, dass Sie an diesem Hangout teilnehmen und dass wir uns ein bisschen unterhalten können über Ihre Nominierung zum Deutschen Zukunftspreis. Zuerst einmal nochmal eine kleine Rückblende zum Zukunftspreis. Was ist der Zukunftspreis eigentlich? Der Zukunftspreis heißt eigentlich Deutscher Zukunftspreis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation. Entschuldigung. Und der wird dieses Jahr schon zum 16. Mal verliehen und ist dotiert mit einem Preisgeld von 250.000 Euro, die jedes Jahr aufs Neue akquiriert werden von Unternehmen. Und diese Akquisition übernimmt halt der Stifterverband. Herr Professor Schnick, was hat sich so nach der Nominierung bis jetzt bei Ihnen geändert? Oder gab es da irgendwie eine Änderung schon? Merken Sie das schon irgendwie, dass da ein größeres öffentliches Interesse ist? Ja, klar, im Zusammenhang mit der Pressekonferenz im Deutschen Museum am 2. Oktober haben wir natürlich verschiedene Dinge lanciert und Pressemitteilungen gehabt und auch einiges an Resonanz erhalten. Das war vielleicht jetzt mal das Auffälligste. In der Vorbereitungsphase haben wir natürlich einiges an Texten vorbereitet und an Dingen mal versucht, ganz allgemeinverständlich zu erklären, was wir eigentlich tun, was ja manchmal den Wissenschaftlern nicht so leicht fällt. Das ist ein gutes Stichwort, das tun Sie eigentlich, weil Ihr Projekt heißt ja energiesparende Festkörperchemie, neue Materialien beleuchten die Welt. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, also primär, ich persönlich habe hier einen Lehrstuhl für anorganische Festkörperchemie an der Universität München. Wir sind Chemiker und unser Hauptanliegen ist die Synthese neuer Verbindungen, neuer Verbindungsmaterialklassen. Und das ist eigentlich auch die Essenz unseres Projektes. Wir haben eine völlig neuartige Materialklasse zunächst entdeckt und dann auch weiterentwickelt bis hin zur industriellen Anwendung. Und mit dieser Materialklasse gelingt es, das Licht blauer Leuchtdioden in alle Spektralanteile umzuwandeln. Das klingt vielleicht sehr akademisch, ist aber wichtig, wenn man Lichtquellen auf der Basis von Leuchtdioden für allgemeine Beleuchtungsanwendungen verwenden möchte. Und das ist das Ziel. Man geht davon aus, dass Leuchtdioden, Glühlampen, aber auch Energiesparlampen komplett weltweit ablösen werden. Ganz einfach deshalb, weil Leuchtdioden unglaublich effizient sind, sehr stabil laufen, eine sehr hohe Lebensdauer haben und eben, und da haben wir beigetragen mit unserem Projekt, ganz hervorragende Licht- und Beleuchtungsqualität auch liefern. Also das Innovative ist eigentlich, dass es jetzt bestimmtes Licht auch zur Verfügung steht. Also nicht nur eine Farbe, sondern auch das Weißlicht funktioniert. Ja. Leuchtdioden sind eigentlich Lichtquellen, die immer nur einen einzelnen Farbton liefern. Man kennt das von blauen Leuchtdioden vor allem, die es seit vielleicht 15 Jahren jetzt so etwa, ein bisschen länger sogar schon gibt. Und das kann man für Beleuchtungszwecke eigentlich gar nicht verwenden. Man will ja weißes Licht haben, damit man Farben erkennen kann und so weiter im täglichen Leben. Und dafür braucht man genau diese Leuchtstoffe. Sind Sie denn schon für die industrielle Massenproduktion so weit gediegen, dass man das nutzen kann in der Massenproduktion? Ja, also unsere Leuchtstoffe, die Vorentwicklungen, die liefen ja in den vergangenen Jahren, aber so seit etwa 5 Jahren sind wir mit diesen Sachen konkret auf dem Markt und jetzt ganz aktuell explodiert dieses Feld geradezu. Unser Industriepartner, wir haben noch nicht explizit drüber gesprochen, die Firma Philips, ist der Marktführer in Europa mit LED-Beleuchtungslösungen, LED-Lampen oder Lampen, die auf LEDs basieren und hat bereits im letzten Jahr 1,8 Milliarden Euro auf diesen Sektor umgesetzt. Also der Markt ist sehr groß, auch weltweit. Da kommt dann auch der zweite Nominierte mit ins Spiel. Das ist der Herr Dr. Schmidt von Philips. Das heißt ja, dass Sie zwischen Universität und auch Industrie zusammenarbeiten. Wie kann man sich diese Zusammenarbeit gut vorstellen? Ja. Also wie sind Sie zusammengekommen? Ja, genau, das ist eine ganz nette Geschichte eigentlich gewesen. Das geht ein bisschen zurück. Das war im Grunde genommen im Jahr 2000, ist also schon 13 Jahre her. Damals gab es bei Philips eine klitzekleine Pilotgruppe von
aus zwei Leuten und einer davon war Peter Schmidt. Und die fingen an, darüber nachzudenken, ob man Leuchtdioden nicht verwenden könnte, um wirklich damit Allgemeinbeleuchtung zu machen. Das war damals noch unglaublich innovativ. Ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nichts davon gehört. Und die Leute bei Philips, diese kleine Truppe von zwei Leuten, die suchten ganz gezielt nach Leuchtstoffen, die ein ganz bestimmtes Anforderungsprofil haben, die man mit blauem Licht von blauen LEDs anregen kann und die dann sehr breitbandig alle anderen Farbanteile des weißen Lichtes erzeugen. Mhm. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt eine komplett neue Substanzklasse entdeckt und erst angefangen zu verstehen und hatten diese Ergebnisse, weil wir eigentlich nicht wussten, was wir damit machen sollen, einfach publiziert, wie Wissenschaftler das normalerweise machen. In einem Journal, in einem wissenschaftlichen Journal publiziert, spektroskopischen Daten. Und Peter Schmidt und sein Kollege haben einen Blick drauf geworfen und wussten, das sind die Substanzen, die sie schon lange gesucht haben. Zu dem Zeitpunkt hatte die Beleuchtungsindustrie weltweit Tausende, wahrscheinlich Zehntausende von solchen Substanzen erfolglos nahezu ausprobiert und nichts war gut genug. Und dann kam unsere Substanz und das war der Beginn einer Kooperation. Die haben einfach zum Telefon gegriffen und haben hier angerufen. Und dann entstand eine Kooperation, die seitdem stetig wächst und immer produktiver wird und ganz toll läuft. Wie kann man sich das so vorstellen? Also Sie arbeiten dann quasi eigentlich hauptsächlich, also Sie haben ja die Grundlagenforschung in dem Sinne entwickelt, gemacht und die setzen das dann halt in die Tat um. Forschen Sie noch weiterhin an den Grundlagen dann und versuchen Sie es noch weiterhin zu optimieren und oder wie kann man sich das vorstellen? Also zunächst mal, einer der wesentlichen Schritte war, dass wir der gesamten weltweiten Community zeigen konnten, dass unsere Substanzklasse wirklich am besten dafür geeignet ist, für diese spezielle Anwendung. Übrigens alle großen Leuchtmittelhersteller, LED-Hersteller folgen unserem Beispiel und versuchen ähnliche Substanzen, wenn nicht auch sogar die gleichen, inzwischen anzuwenden. Also das hat sich weitestgehend durchgesetzt. Das Gute ist, dass Philips uns sehr viel Freiheit lässt, sodass wir spielerisch weitere, noch bessere Substanzen hier suchen können. Das tun wir in einem bestimmten Feld sozusagen von chemisch und strukturell verwandten Verbindungen, auf dem wir uns sehr gut auskennen. Die Verbindungen, die wir jetzt gefunden haben, die auch weltweit in der Anwendung sind und in LED-Lampen oder in Blinkern oder Signallampen auch verwendet werden, sind schon sehr, sehr gut. Aber um es sozusagen schon zu verraten, wir haben inzwischen etwas noch sehr viel Besseres gefunden. Ich darf da noch keine Details sagen, weil das Patent erst Ende November offengelegt wird. Es geht nochmal einen wesentlichen Schritt weiter. Und das Ziel ist ganz einfach, wenn Sie an Beleuchtung denken, ein bisschen wissenschaftlich vielleicht gesagt, die Emission solcher Lichtquellen und sozusagen die Emission dieser Leuchtstoffe der Augenempfindlichkeitskurve optimal anzupassen, damit an keiner Stelle etwas fehlt, aber auch nirgendwo etwas an Lichtenergie verschenkt wird. Und das scheinen wir sehr gut jetzt hinzukriegen. Okay. Es gibt ja auch schon eine Vorstufe von diesen LEDs oder wie gesagt, eigentlich zwischen vorher waren es diese Energiesparlampen, die ja, eigentlich umwelttechnisch bedenklich sind durch den durch die Quecksilberanteile. Wie ist das denn jetzt mit diesen Leuchtstoffen? Hat man dann auch ein Abfallproblem? Ist nicht absehbar. Natürlich, man hat dahingehend ein Abfallproblem, dass solche Lampen einfach eine gewisse Elektronik in sich auch tragen. Und insofern gilt das Gleiche, was Sie allgemein für Elektronikmüll oder Elektronikschrott sagen können, dass man so etwas vielleicht auch schon, um die Ressourcen vielleicht zurückzugewinnen, nicht einfach in den Hausmüll geben sollte. Aber es sind in dem Sinne keine besonders toxischen Substanzen drin. Unsere Leuchtstoffe, um mal ganz konkret darauf zu fokussieren, bestehen ja überwiegend aus den Elementen Silizium und Stickstoff. Silizium ist das zweithäufigste Element in der Erdrinde, ist in allen silikatischen Gesteinen vorhanden und Stickstoff ist mit 3/4 des Gewichtes unserer Atemluft ein sehr harmloses Element. Also diese Substanzen, und das ist auch kein Zufall, sind auch völlig inert und unreaktiv. Das war eine der Voraussetzungen, als wir diese Substanzen entwickelt haben. Wir wollten etwas unglaublich Stabiles machen und haben uns an Hochleistungskeramiken auf der Basis von Siliziumnitrit orientiert. Also es ist kein Zufall, dass die Dinger stabil sind, dass sie ungiftig sind, weil das war eigentlich der Ausgangspunkt, was wir machen wollten.
Und die Langlebigkeit, also kann man da wirklich viel mit einsparen, also Ja, Strom ja. und ja, wie oft muss man sich eine neue Lampe kaufen? Ja, momentan die Lampen, die Philips mit unseren Leuchtstoffen jetzt auf den Markt bringt, die werden so mit 25.000 Stunden Größenordnung, manche auch mit 50.000 Stunden reine Betriebsdauer garantiert. Sie müssen da jetzt natürlich, wenn Sie das mal hochrechnen wollen, weil das klingt jetzt sehr viel, eine Glühlampe ist derzeit vielleicht mit 1.000 Stunden Lebensdauer anzugeben, so im Durchschnitt. Da sind 25.000 bis 50.000 Stunden, ist eine ganz andere Gegend. Also hochgerechnet auf eine durchschnittliche Nutzungsdauer könnten solche Lampen oder werden solche Lampen 10, 15 Jahre etwa halten, was ein sehr langer Zeitraum ist. Sie müssen währenddessen nicht erneuert werden. Und das hat auch viele ökologische positive Seiten, weil die Produktion und der Transport von solchen technischen Gerätschaften immer Geld kosten. Und wenn man das alles mal zusammenrechnet, Philips hat das mal getan, kommt heraus, dass in allen Aspekten solche LED-Lampen bis zu Faktor 4 günstiger sind als Glühlampen oder Halogenlampen. Was also Abfall und was ökologische Aspekte angeht. Von der Energie ganz abgesehen. Die Energieeinsparnis mit solchen LED-Lampen beträgt so ungefähr 80% gegenüber dem von Glühlampen, dem Energieverbrauch. Dann gab ja, hat ja wohl dieses Glühlampenverbot der EU jetzt diesen Markt auch nochmal Ja. Aufschwung ge gebracht. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja vernünftig, wenn man sich mal die reinen Zahlen vergegenwärtigt. Wir geben weltweit etwa 20% des elektrischen Stroms für Beleuchtung und Licht aus. Also ein Fünftel, das ist doch sehr viel. Und davon, von diesen 20%, könnte man 16%, also vier Fünftel, locker einsparen, wenn man von Glühlampen komplett auf LEDs geht. Und das ist natürlich, wie gesagt, 80% Energieeinsparnis etwa. Das sind dramatische Zahlenwerte. Das sind alleine in Deutschland irgendetwas zwischen 90 und 100 Terawattstunden. Ganz große Zahl mit 12 Nullen, über die man sich nicht viel vorstellen kann. Aber das entspricht das Energiesparpotenzial beim Auswechseln von LED-Lichtquellen auf Glühlampen, entspricht etwa der Gesamtproduktion aller deutschen Atomkraftwerke, die im letzten Jahr im Netz waren. Das ist eine Hausnummer. Denn damit ist es ja quasi, haben Sie ja quasi schon die Frage danach beantwortet, da der Preis oder die Nomin soll ja auch laut Statuten mit hoher Wahrscheinlichkeit marktfähig sein und Arbeitsplätze schaffen. Ja. Dementsprechend ist es ja eigentlich schon fast in vielen Bereichen umgesetzt, Ja. was Sie dann machen. Wobei auch da natürlich wir noch starke Steigerungsraten erwarten. Wenn Sie einfach mal die reinen, Entschuldigung, Arbeitsplätze sich anschauen, die sich unmittelbar jetzt mit unseren Leuchtstoffen beschäftigen, sind das im Augenblick vielleicht nur 50 Personen, nämlich genau in diesem F&E-Zentrum, in dem Dr. Peter Schmidt bei Philips arbeitet. Aber das ist eben, hat eine unglaubliche Hebelwirkung. Wenn man berücksichtigt, wie groß oder wie viele Mitarbeiter eben bei Philips Lighting, das ist sozusagen die Abteilung in dem großen Philips-Konzern, die sich mit Licht und Beleuchtung beschäftigt, arbeiten. Das sind alleine in Aachen 1.700 Mitarbeiter und weltweit 50.000 Mitarbeiter. Und da wir bei Philips die gesamte Wertschöpfungskette haben, also von der Entwicklung dieser Leuchtstoffe, von der auch der Entwicklung der LEDs bis hin zu Einzelleuchtdioden, LED-Modulen, bis hin zu kompletten Beleuchtungslösung, also die haben wirklich das gesamte Spektrum, das haben viele Firmen nicht, hat das eine unglaubliche Hebelwirkung. Was wir schaffen, ermöglicht in all den anderen Levels natürlich auch Produktion und Einstellung von Leuten. Also wie gesagt, weltweit 50.000 Arbeitnehmer im Bereich von Philips Lighting, das ist schon eine Menge. Mal was ganz anderes. Sie sind vorgeschlagen worden von der DFG. Wie kam es dazu? Also wie sind die auf Ihr Projekt aufmerksam geworden? Wie ist die DFG auf unser Projekt aufmerksam geworden? Das Wissen Sie das? weiß ich natürlich nicht ganz genau, weil der Vorschlag kommt letztendlich vom Präsidium der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Vielleicht kurz zur Erläuterung: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist ja so eine Agentur, die sehr viel Forschungsmittel verteilt. Das sind öffentliche Mittel vom Staat, die da verteilt werden. Auch die Exzellenzinitiative, die Elite-Universitäten, das Geld wird in Anführungsstrichen von der DFG verwaltet.
leitet, die DFG leitet die Begutachtungen und verteilt dann das Geld. Aber die DFG hat viele andere Programme, an denen wir auch schon teilgenommen haben. Ich habe auch mal vor einigen Jahren den Gottfried Wilhelm Leibniz Preis der DFG erhalten. Das ist so ein Freifahrtschein für mehrere Jahre völlig freie Forschung. Das ist, glaube ich, der höchst dotierte, er wird so tituliert, der höchst dotierte Wissenschaftspreis in Deutschland. Also ich glaube, ich war ein bekannter Kunde bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und wenn die ein bisschen in ihre Records geschaut haben, haben die gesehen, dass wir ganz aktiv sind. Und ich glaube, man weiß dort einigermaßen Bescheid über das, was wir tun. Okay. Der Preis, der Deutsche Zukunftspreis, soll ja auch ein technik- und innovationsfreundliches Klima fördern. Ja. Glauben Sie, dass wir da in Deutschland noch Defizite haben? Meine persönliche Wahrnehmung hier an der Universität München zeigt das nicht, weil wir hier sehr, sehr großes Interesse haben, auch dadurch, dass wir Elite-Universität sind und einen ganz hervorragend erfolgreichen Chemiefachbereich haben hier. Wir haben sehr viele Studierende und Erstsemester, aber die Statistiken sprechen eine andere Sprache. Die deutsche Wirtschaft ist tatsächlich wirklich beunruhigt, dass es nicht genug Fachkräfte im naturwissenschaftlich-technischen Bereich gibt. Und darum hat es ja diese Initiative der deutschen Wirtschaft gegeben, diese MINT-Initiative, das steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und technische Fächer. Und seit einigen Jahren, ich glaube es war 2008 oder 2007 so ungefähr Größen, ich weiß es nicht auswendig, werden hier große Anstrengungen unternommen, mehr Leute für diese Fächer zu begeistern. Also offensichtlich fehlt uns doch der Nachwuchs und insofern ist es, glaube ich, ein sehr berechtigtes Anliegen, allenthalben überall darauf aufmerksam zu machen, was man Tolles in diesen Fächern bewirken kann und dass viele wichtige Innovationen, Erfindungen und Entwicklungen von Deutschland ausgehen. Da wollte ich nochmal nachhaken wegen Chemielehrer sind ja also sozusagen eigentlich diejenigen, die als erstes quasi den Kontakt zur Chemie bieten. Ja. Ist Ihr Institut auch in der Lehrerausbildung? Selbstverständlich, ja. Und hier bei uns am Department Chemie haben wir einen großen Bereich, der alle Bereiche der Lehramtsausbildung im Fach Chemie betreut und also auch durchführt. Die Studenten sitzen auch bei uns in den Vorlesungen mit drin. Also im Augenblick halte ich hier gerade die Experimentalchemie, das ist eine Erstsemestervorlesung, da sitzen auch die Lehramtsstudenten mit drin. Also da engagieren wir uns sehr stark für und das ist sehr wichtig. Falls Sie den Deutschen Zukunftspreis gewinnen sollten, wie würde sich das auf Ihr Projekt auswirken? Haben Sie da schon mal so eine Vorstellung? Ich glaube, das Erste, es ist natürlich sehr viel Publicity. Man kommt in die Presse, das Thema wird diskutiert. Und damit das alleine würde den Zielen unseres Projektes natürlich sehr nützen. Denn es scheint immer noch so zu sein, dass viele Leute noch nicht wissen, was LEDs können. Und ich glaube, wenn man in den Baumarkt geht oder in die Lampenabteilung, den Unterschied zwischen den Energiesparlampen und den LED-basierten Systemen, der wird nicht sofort deutlich. Da könnte man noch viel mehr Aufklärungsarbeit leisten. Und ich glaube, dazu können wir auch ein bisschen beitragen. Das ist nicht unser Hauptanliegen, weil wir Wissenschaftler sind und hier die technische Entwicklung voranschieben wollen. Also das ist der erste Aspekt. Das würde dem Projekt sehr helfen, ganz sicher. Der zweite, ganz egoistisch, wenn dieses Projekt so ins Rampenlicht kommt, das tut uns gut, weil wir hervorragende Studenten kriegen, die einfach noch mehr auf dieses Thema aufmerksam werden. Das freut uns natürlich, obwohl wir uns also keine Probleme haben, hier Nachwuchs zu kriegen, aber das ist natürlich auch immer etwas sehr Erfreuliches. Und das Dritte, dass die Doktoranden, die in dem Projekt gearbeitet haben, noch bessere Anstellungschancen nach der Promotion vielleicht haben. Die sind ohnehin schon sehr gut. Alle, die in der Gruppe bis jetzt gearbeitet haben, sind hervorragend untergekommen. Aber das ist ja gut, wenn das auch weiter noch befördert wird. Der Preis ist ja auch ganz, sagen wir mal, ordentlich dotiert mit 250.000 Euro. Die Fragen müssen Sie nicht beantworten, aber haben Sie schon überlegt, was Sie mit dem Geld machen würden? Nee, überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Das ist einfach noch so abstrakt. Das macht ja auch wenig Sinn, dass man da jetzt schon Planungen macht und hinterher hat man das Geld vielleicht gar nicht. Übers Geld habe ich wirklich noch nicht nachgedacht. Was mich fasziniert, und das ist vielleicht das Zweite, was Sie noch nicht erwähnt haben, aber es ist ja mit dem Preis auch verbunden, einen kleinen Stand in einer Sonderausstellung im Deutschen Museum. Und solange ich denken kann, hat mich dieses Deutsche Museum sehr fasziniert. Und da mal selbst mit einer eigenen Exponaten drin zu sein, das ist etwas wirklich Spezielles, was man nicht jeden Tag kriegen kann.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Schnick, dass wir dieses Gespräch führen konnten und dass Sie uns so tapfer Rede und Antwort gestanden haben. Wir drücken Ihnen auf jeden Fall die Daumen. Wir müssen natürlich auch allen anderen die Daumen drücken, aber ja, das gebührt die Neutralität. Wünschen Ihnen aber trotzdem weiterhin Erfolg mit Ihrem Projekt. Ja, nächstes Mal sprechen wir mit Herrn Petzel, der ist von Coherent Laser Systeme und die beschäftigen sich mit kristallinen Schaltschichten für lebendige Displays. Bye bye Pixel. Schauen wir mal, was dabei rauskommt.